Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Ja, wir sind auf unserem Hauptteam und wir wollen jetzt nochmal ein Ründchen spielen und nebenbei ein klein wenig, weiß nicht, eine Halbzeit oder so, über ein wichtiges Thema sprechen. Das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, weil anscheinend geht das wieder los. Und was genau losgeht, das will ich gleich mal ansprechen. Es sieht so aus. Die Leute, die vielleicht unter meinen ersten 500 Abos waren, könnten sich vielleicht noch daran erinnern. Hier erstmal gegnerisches Team. Cavani, Sanchez, Theo, Fabregas, Song. Ich weiß nicht genau, wie der rechte ZM heißt. Hinten dann noch Mascherano, Piqué, Jordi Alba, Juan Fran und Diego Lopez. Alves. Alves natürlich. Es sieht so aus. Die ersten 500 Abonnenten können sich vielleicht noch daran erinnern. Da hieß unser Account noch stillballin.de. Ja, dann ging es los, dass Leute, die mich im Skype hatten, also ich hatte da noch Leute im Skype vom Pro Club und sowas, und da hat mich wer angeschrieben, hier, du hast mir geschrieben, irgendwie, du brauchst mal Coins und ich soll dir die mal leihen und du gibst mir dann so und so viele wieder. Da habe ich mir gedacht, habe ich ganz sicher nicht gemacht. Hab dann, und dann meinte er so, ist kein Problem, ich schicke dir Screenshot und sowas. Hat er mir einen Screenshot geschickt und da stand dann drinne, ja, hier von meinem Account wurde die und die Nachricht versendet. Ich dachte, wie kann das sein? Ich hatte wirklich ein richtig gutes Passwort und eine E-Mail, die keine Sau kennt, die ich auch nur für Ultimate Team benutzt habe, etc. pp. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Auf jeden Fall gewechselt, die E-Mail und das Passwort auch gewechselt und am gleichen Tag schreibt er mir wieder, du hast mir wieder geschrieben. Und es waren irgendwie komischerweise auch nur zwei Leute, obwohl ich natürlich um einiges mehr Leute in der Liste hatte, nämlich 100 Stück oder so. So, dann habe ich mir gedacht, da muss irgendwas falsch sein. Und ich meine, ich habe dann komplett neue E-Mail-Adresse erstellt. Ich habe komplett alles neu gemacht sozusagen und immer kam er wieder rein, angeblich, anscheinend. Warum ich das sage, werdet ihr gleich erfahren. Ich jedenfalls rufe Sony an und frage da, ja, wie soll da, wie geht das? Ich habe mein Passwort jetzt schon dreimal geändert und er ist innerhalb von 2 Stunden wieder drinne. Und das Passwort ist auch nicht auf meinem Computer, also ich kann da auch keinen Trojaner haben oder sonst irgendwo. Ich habe mich in der Zeit auch nicht in der Web-App eingeloggt. Oh, das hat ja noch nicht mal was mit dem PSN-Account zu tun, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und ja, jedenfalls, der Kerl meinte dann auch, das kann gar nicht so ganz sein, weil ich habe ihm gesagt, ich bin immer eingeloggt und die Nachrichten kamen auch, wo ich eingeloggt war. Und er hat gesagt, wenn sich wer anders in deinen Account einloggt, dann jetzt, ich spiele übrigens hier richtig scheiße, also weil der Gegner spielt auch gut, aber ich kann mich jetzt hier nicht so ganz konzentrieren. Das ist jetzt mal wichtig, da fange ich dann auch gerne Gegentor. Da meinte er dann so, aber ich glaube, ich weiß, was du für ein Problem hast. Und da hat er gesagt, pass mal auf. Wenn man sich über PSN Japan, die haben ja, wie man weiß, andere Schriftzeichen wie wir. Wenn man dann bei PSN Japan einen Account erstellt und mit diesen japanischen Schriftzeichen, jetzt zum Beispiel, ich gehe auf PSN Japan, warten wir nochmal kurz Robben, wieder Pfosten, Robben hat Alupech. Wenn ich jetzt PSN Japan gehen würde und dann mit diesen japanischen Schriftzeichen oder chinesischen Schriftzeichen, keine Ahnung, würde ich jetzt zum Beispiel I Smile for YouTube schreiben. Wenn du das zum Beispiel mit einem, jetzt sagen wir mal, wir erstellen hier in der EU einen Account, also wo wir jetzt hier sind, in der EU halt, ne? Und da würde jetzt einer eingeben, I Smile for YouTube, dann würde kommen, dieser Name ist belegt, können Sie nicht haben. Ja, super. Ich weiß nicht, ich habe schon 1000 Stunden vorher gedrückt, aber wurde nichts gemacht. Naja, egal. Dann kommt natürlich, dieser Account ist belegt und kann nicht mehr verwendet werden. Allerdings, wenn man bei PSN Japan mit diesen Schriftzeichen I Smile for YouTube schreibt, dann kommt nicht dieser Account ist belegt. Dann kommt nämlich, ja, hier, herzlichen Glückwunsch, hier hast du deinen neuen Account. Und wenn man da mit diesem neuen Account einem Deutschen schreibt, also einem oder einem Engländer, irgendeinen, der europäische Zeichen nutzt und keine japanischen Zeichen, der kriegt dann natürlich nicht, der Name wird nicht als japanische Schriftzeichen angezeigt, sondern als deutsche Zeichen, beziehungsweise halt europäische Schriftzeichen, ihr wisst, was ich meine. Und dann steht da natürlich I Smile for YouTube, obwohl das gar nicht mein Account ist.
Also das ist dann halt dieser japanische Account. Und dann habe ich mich halt gefragt, und dann habe ich mir nochmal, genau, dann hatte ich mir nochmal die alten Videos angeguckt und er hatte nur die Leute angeschrieben, die in meinen Videos aufgepoppt sind. Das heißt, wenn dann immer oben kommt, der und der ist online, der und der ist offline, etc. Ihr wisst, was ich meine. Und nur diese Leute wurden komischerweise angeschrieben, weil er halt auch gar nicht in meinem Account drinne war. Er konnte gar nicht die anderen Leute anschreiben, weil er ja gar nicht in meinem Account war. Das heißt, er konnte die anderen Leute in meiner Liste gar nicht anschreiben, weil er gar nicht wusste, wer in meiner Liste ist. Und sowas ist jetzt auch wieder der Fall. Irgendwer ist wieder der spaßigen Meinung, irgendwelche Leute abzocken zu wollen und hat sich so einen japanischen Account gemacht und schreibt sozusagen jetzt unter meinem Namen Accounts an, die in meinem Video aufgepoppt sind. Es ist auch, glaube ich, nur bei drei, vier Leuten passiert, und auch diese Leute, habe ich mal nachgeschaut, sind alle in meinen letzten Videos aufgepoppt. Das heißt, wenn ihr von irgendeinem Account, ja klar, schon wieder so eine Lackscheiße, ey. Oh, ich bin so angepisst, jetzt ohne Scheiß. Na, egal. Jedenfalls, wo war ich denn jetzt? Ach so, wenn ihr von irgendeinem Account angeschrieben werdet, iSmile for YouTube, LP Massive, was weiß ich, es ist immer ein Abzocker. Ich werde niemanden nach Coins fragen. Ganz, ganz sicher nicht. Ganz, 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 ganz sicher nicht. Da könnt ihr euch sowas von ganz 100 pro, Millionen pro sicher sein. Ich werde niemals für keine Serie, für keinen, was weiß ich, ich werde niemals nach Coins fragen. Da könnt ihr euch Millionen pro sicher sein. Und deswegen, gebt niemals irgendjemanden Coins. Niemand. Ich werde das nicht machen. Also, egal wie überzeugend der Kerl schreibt und auch egal wie überzeugend sein Account aussieht. Also, ich werde es nicht machen. Ich will von keinem von euch Coins und werde euch auch nie darum anschreiben. Selbst wenn jetzt dieser Account hier gehackt werden würde und ich hätte wirklich null Coins und jetzt sagen wir mal übertrieben, alle meine Trading-Accounts würden auch noch gehackt werden und ich hätte jetzt wirklich in Ultimate Team gar keinen einzigen Coin mehr. Selbst dann würde ich euch nicht anschreiben, dass ihr mir mal bitte Coins leiht oder so. Ganz, ganz sicher nicht. Da könnt ihr euch ganz, ganz sicher sein und deswegen bitte ich euch drum. Geht auf so eine Scheiße nicht ein. Schreibt diesen Leuten auch gar nicht erst zurück. Also, ja, wie gesagt, schreibt diesen Leuten erst gar nicht zurück. Von mir kann sowas nicht kommen und diese Leute haben mich auch nicht gehackt. Also, ihr müsst mich dann auch nicht irgendwie warnen, dass ich gehackt worden bin. Das ist einfach so ein dreckiger japanischer PSN-Account. Ich weiß zwar nicht, wie Sony so schlau sein kann und sowas zulassen kann. Also, ich meine, sowas sollte ja relativ einfach machbar sein, dass man dann einfach die japanischen Schriftzeichen abgleicht, ob es die schon in einem europäischen Account gibt. Ja, anscheinend kriegt das Sony aber mal wieder nicht hin. Naja, ist ja auch im Prinzip Latte. Auf jeden Fall könnt ihr euch sicher sein, ich frage euch niemals nach Coins und alle Nachrichten, wahrscheinlich wirklich alle Nachrichten, die ihr bekommt von Accounts, die eigentlich mir gehören, die halt irgendwelche Japsen-Accounts sind oder China-Accounts, jedenfalls asiatisches PSN ist das, weil das halt andere Zeichen sind, das sind alles Fakes. Ist anscheinend auch schon bei anderen YouTubern der Fall gewesen. Und ich wollte nochmal ganz, ganz klar darauf hinweisen, ich habe es zwar gestern unter drei Videos oder zwei Videos auf jeden Fall schon drunter geschrieben. Gleich. Ah, Scheiße. So, jetzt. Ich musste erstmal ganz kurz klarkommen. Und ja, super, er kommt jetzt natürlich wieder am Ball. Raus jetzt hier. Ach so, wir führen ja. Ja, cool. Hatte ich jetzt irgendwie gar nicht so im Kopf, dass wir jetzt hier führen. Hier würde ich den Ball durchlassen mit Ronaldo. Aber das war so ein bisschen schräg. Da kommt es dann nicht ganz so. Ja, jetzt geht er hier mit Cavani durch. Ich frage mich, warum meine Abwehrspieler nicht mehr hinterherkommen. Das ist ganz komisch. Das Problem habe ich eigentlich nie. Vielleicht habe ich mich auch mit diesem Bälle in der Luft spiele ich ja normalerweise. Aber ich glaube, ich habe sehr lange mit dieser anderen Einstellung gespielt. Vielleicht habe ich mich darauf jetzt eingespielt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Na, komm. Ja, endlich. Ah, jetzt auch nicht so super Ballmitnahme. Ja, ich glaube, ich muss das Ding flanken. Und da ist Iqua. Na, ne, Thiago Alves. Boah, ja, okay, jetzt können wir uns, glaube ich, ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Drüber gelegt auf Ronaldo, der schön mit dem Außenriss eigentlich gemacht, aber wurde dann doch nichts. Ja, Gündogan pusht sich, Gündogan. Und jetzt hier außen durch. Wieder auf Christo.
Und mit links. Oh, shit. Ja, war keine gute Schussvorbereitung. Scheiße. Ah, naja. Ist jetzt nicht so schlimm. So. Hier müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass wir hier keinen mehr fangen. Das kann nämlich gut sein. Deswegen würde ich hier gerne einen machen. Und Ramos vernachlässigt seine Seite schon wieder. Wenn er da ein bisschen schlauen Ball spielt, dann ist er schon wieder durch. Also Ramos ist ein richtiger Kritikpunkt, muss ich sagen, für meine Verteidigungsweise. Das habe ich ja letztes LP schon angesprochen. Deswegen müssen wir da nicht mehr drüber reden. Ja, okay, das Ding kann ich ihm jetzt mal vielleicht nicht geben, weil da habe ich auch einfach in die falsche Richtung geguckt. Aber er hat bis jetzt echt viel Scheiße gemacht. Ich muss mal hier ganz kurz pausieren. Ja, okay, Kollege ruft gerade an. Muss ich mal ganz kurz abwürgen, das Handy. So, ja, ich kriege irgendwie jetzt als Anrufe. War, ich glaube, im letzten auch schon so. Ah, Higuain, ich dachte, ich könnte ihn ganz kurz locken mit einem Schussfake und dann durchziehen. Boateng, push dich. Ah, pusht sich natürlich nicht. Ramos, ja, das war mal gut von ihm. Jetzt Müller auf die Außen. Robben. Iqua auf Ronaldo und jetzt, ah, ich wollte direkt wieder rüber auf Robben spielen. So. Costa, ach, Costa ist das. Sanchez, Sanchez hat natürlich auch keinen schlechten Schuss. Hätte man hier nicht zum Schuss kommen dürfen lassen. Wie man sieht, kommt auch so gut wie jeder Angriff von ihm über die Ramos-Seite. Also ich glaube, über die andere Seite kam noch gar nichts. Oh, was machst du, Ronaldo? Boah, das wäre es wieder gewesen, ey. So, Abwurf hier. Robben auf Iqua. Ja, sind wir durch. Jetzt mal hier in Lauf. Oh, ja, das ist zwar kein Lauf gewesen. Finesse Ronaldo. Ronaldo. Nein, nicht wirklich, ey. Den Finesse muss Ronaldo einfach schon machen. Ich meine, ich kann da natürlich am Torwart vorbeigehen, aber den Finesse muss Ronaldo machen. Er hat dann im Endeffekt auch genug Platz. Also das lag jetzt auch nicht am Platz. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und vor allem dann den Nachschuss. Ich meine, erst vorm Keeper. Und das war jetzt auch nicht super von Ramos. Hat man jetzt nichts von seiner Kopfballstärke gemerkt. Ja, das Ding da vorne muss Ronaldo einfach machen. Und dann ist das hier auch ein relativ einfaches Spiel. So ist es jetzt weiterhin eklig. Jetzt macht er nochmal einen Wechsel. Ah, scheiße, ich habe irgendwas in der Nase. So. Ich denke mal, dass er noch wechselt. Wir haben ja auch erst 73. Minute oder so. Deswegen wäre das jetzt auch sehr hübsch gewesen, hätte Ronaldo das Ding jetzt mal ganz easy gemacht. Aber nein, macht er dann eher nicht. Ich weiß gar nicht, was Ronaldo für ein Finishing hat. Hat er eigentlich 99? Müsste er ja eigentlich haben, oder? Ich bin mir da jetzt gar nicht sicher. Auf jeden Fall, sein Finishing kommt mir nicht ganz so vor wie 99. Also im Allgemeinen, ich habe jetzt schon ein paar Spiele mit ihm gemacht. Und er setzt ganz gerne echt mal einen hundertprozentigen daneben. Was vielleicht andere Spieler eher nicht so machen. Felipe Luis. Was hat er noch? Ah. Oh, schon wieder so ein Fail. Die bewegt sich keiner mehr in der Abwehr, muss ich Alonso reinschmeißen. So. Ja, ich glaube, ich muss dazu jetzt nichts sagen. Wir gucken uns das gerne nochmal danach an. Beziehungsweise empfehle ich euch jetzt direkt nochmal zurückzuspulen. Also das habe ich noch nie gesehen. Was macht Weidenfeller da? Also das habe ich noch nie gesehen. Noch nie. In was weiß ich wie vielen tausend FIFA-Spielen. Alter, was will... Was sollen die Scheiße schon wieder? Ey, ich komme egal... Boah, ich muss jetzt ganz ruhig bleiben. Ich bin nämlich kurz davor, echt wieder richtig abzugehen. Weil ich das einfach nur sowas von lächerlich finde. Ey, das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt... Scheiße. Es hat eh keinen Sinn, mich jetzt hier aufzuregen. Ich muss jetzt versuchen, hier nochmal in 10 Minuten ein Tor zu machen, weil das ist sowas von schmeichelhaft, dass der Gegner jetzt hier den Ausgleich gemacht hat. Aber mal sowas von. So. Durch. Ronaldo. Na. Gibt noch nicht mal eine Ecke. Bisschen ruhig bleiben. So, jetzt vielleicht nochmal Angriff.
Nee. Jetzt sieht es irgendwie aus, ob er ein bisschen defensiver spielt. Will vielleicht in die Verlängerung. Ach, Robben. Robben. Hinten. Ah, Gott sei Dank, ey. Christo macht hier noch das 3 zu 2, was meiner Meinung nach hoch verdient ist. Also, ja. Alter, das Ding gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an zusammen. Alter, bei mir ist hier irgendwie alles was los, ey. Vielleicht meine Freundin oder so. Ich habe keine Ahnung. Deswegen bin ich auch das öfter mal ruhig. Ich höre da ein bisschen hin, was die da so labern. Ich weiß auch gar nicht, wer da ist. Aber naja, ist jetzt auch egal. Jetzt muss ich mich nochmal konzentrieren. 5 Minuten sollte eigentlich kein Problem sein, weil er war eigentlich auch nicht gefährlich. Ich meine, das hat man ja auch gesehen, dass das dann so eine Ecke war. Higuaín, Finesse. Ja, sehr schön. Jetzt ist das Ding auch durch. Sehr schön. 89. Minute. Alles andere wäre auch einfach unverdient gewesen. Ich meine, er war jetzt kein schlechter, aber ich fand, er war schon vom Spielerischen her deutlich unterlegen. Und ja, das wäre jetzt schon wieder witzig gewesen, wenn ich wegen so einem Scheiß in die Verlängerung gemusst hätte. So, jetzt doch. Ach, Falcao hat er auch noch gebracht. Ach, die Maria auch noch. Okay. So genau hatte ich da nicht mehr drauf geachtet. Hier direkt weiter auf Xabi Alonso. Higuaín jetzt hier durchgesteckt auf Arjen Robben. Lupfer. Und Arjen Robben. Ja, Robben hat ein bisschen Pech in dem Spiel mit dem Aluminium. Das dritte Mal Aluminium für Robben. Aber das ist mir jetzt, wie gesagt, egal, weil das lasse ich mir jetzt ganz sicher nicht nehmen. So, das muss. Oh, ich wollte. Alter, was macht Weidenfeller da? Ich glaube, wir haben den nächsten Torwart-Fail. Ohne Scheiß, ich glaube, ich muss einfach echt neu erholen. Das ist ja unglaublich. Wir gucken uns das eine Ding auf jeden Fall nochmal an. So. Na, komm, push dich, mach's weg. Ist doch jetzt zu Ende das Spiel und gut ist. Ja, das eine Tor, okay, da war ich noch in meinem Redefieber, ist ja ganz okay. Da macht er das mit Jordi Alba, aber ansonsten macht er normalerweise kein Tor mehr. Und ja, dieses Tor, was da passiert ist, also das habe ich noch nie gesehen. Hallo, drück doch jetzt weiter, ey. Oder will noch eine Nachricht schreiben, keine Ahnung. Boateng freut sich mit seinen Freunden. Ach komm, push dich jetzt nochmal. Ach, das finde ich dann immer scheiße, ey. Wenn er jetzt keine Nachricht schreibt, dann weiß ich nicht, was das soll. Das ist einfach nur Schieberei von den Gegnern. Weil sie angepisst sind, dass sie verloren haben oder so, keine Ahnung. Aber vielleicht schreibt er echt noch eine Nachricht. So, jetzt gucken wir das nochmal ganz kurz an. Müsste ja im Prinzip drinnen sein. Oder auch nicht. Es ist mal wieder nicht drinne. Das ist halt so schwachsinnig. Naja, ist ja Olatte. Ich würde sagen, das wäre es von mir gewesen. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare und ab ins Forum. Das, ja, das war's. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.